Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wie gut ist eigentlich der Jagdtiger aktuell im Spiel noch? Letzte Woche habe ich mir den Panther 2 angeschaut, ein Fahrzeug, was ich auch schon sehr, sehr lange nicht gefahren bin. Wenn ihr euch für das Video interessiert, schaut rechts oben in die Infokarte. Und diese Woche Jagdtiger, wieder ein deutsches Fahrzeug. Ich glaube, man könnte über sehr viele deutsche Fahrzeuge so ein Video machen. Auch hier ein Urgestein im Spiel, muss man sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der von Anfang an im Spiel war. Es könnte aber durchaus sein. Ein Monster einerseits, was seine Größe angeht, aber auch ein Monster, was die Kanone angeht, wenn man sie denn zum Arbeiten bekommt. Denn der Jagdtiger ist jetzt nicht unbedingt das mobilste Fahrzeug. Vom Topspeed her ist es mit vergleichbaren Jagdpanzern sogar noch ganz okay. Das Problem ist aber halt sein Leistungsgewicht von gerade einmal 9,8 PS pro Tonne. Und das ist natürlich nicht wirklich geil. Das kennen wir auch von anderen deutschen Fahrzeugen. Wir sind da eher gemütlich unterwegs. Und entsprechend müssen wir unsere Schritte zu Beginn der Runde gut planen. Man muss sich das Matchmaking anschauen, man muss die Karte gut kennen, man muss wissen, wo man dann mit dem passenden Matchmaking, wo man gerade gelandet ist, stehen kann, wo man arbeiten kann und entsprechend dann auch seinen Schaden anbringen kann. Er ist groß, er ist dick, er hat Panzerung, er hat aber nicht das Maß an Panzerung, was wir vielleicht von einer Tortoise oder von einem T95 kennen, die zugegebenermaßen beide deutlich langsamer sind und der T95 auch nochmal ein deutlich schlechteres Leistungsgewicht mit sich bringt. Aber beide, der Brite wie auch der Amerikaner, bringen andere Vorzüge mit. Zum Beispiel die 750 Alpha-Kanone auf dem T95 oder einfach die DPM-Kanone auf der Tortoise. Die sind ein bisschen anders zu spielen, aber ich sag mal so, die bringen ein bisschen mehr, noch mehr Spezifität. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Also, sie spezialisieren sich noch mehr. Der Jagdtiger möchte gerne ein TD sein, was er natürlich aufgrund des nicht drehbaren Turms auch ist. Das ist auch ein Problem. Er hat einen sehr engen Richtbereich. Er möchte aber eigentlich auf der anderen Seite auch irgendwie bei den Heavies mitspielen, einfach weil er Panzerung mitbringt und weil er gut austeilen kann. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, ne? Das muss man so ein bisschen vereinbaren. Die Kanone lässt es auch durchaus zu, auf große Distanz zu kämpfen. Aber der Tarnwert liegt hier in einem sehr, sehr mäßigen Bereich. Die Tortoise hat tatsächlich einen schlechteren Tarnwert, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen spannend. Aber ansonsten im TD-Bereich sehr, sehr mäßig bis schlechter Tarnwert. Das heißt, ihr könnt zwar aus der zweiten Reihe arbeiten, aber ihr werdet halt relativ schnell gespottet und dann seid ihr auch gerne mal im Fokus. Ich bin nun für dieses Video hier einige Runden mit ihm gefahren, ich würde sagen so 20, 25 Runden. Und ja, man kriegt sehr viel Gold ab, man kriegt sehr viel Artillerie ab. Und wenn man seine Schritte nicht schlau plant, dann wird man gerne mal flankiert und dann ist die Runde auch relativ schnell vorbei. Denn ja, was er frontal vielleicht noch bouncen kann, schafft er natürlich in der Seite und im Heck nicht. Er hat einen guten Alpha von 560. Ich habe angesprochen, die sehr präzise Kanone. Die Durchschlagswerte von 276 Standard und 352 Premium. Damit lässt sich arbeiten. Ich glaube, ich hätte noch nicht mal die Premium hier auf den Chrysler gebraucht. Ist er aber nur noch irgendwie zu gebrauchen? Also er ist nicht komplett Rotz. Das definitiv nicht. Es bedarf aber schon einer, naja, ich sag mal, speziellen Spielweise, beziehungsweise muss man sich auf diese Spielweise, auf diese turmlosen Brawler-TDs ein bisschen einlassen. Man muss Erfahrung mitbringen, denn sich einfach vor den Gegnern stellen und hoffen, dass der mal irgendwie bounce, das funktioniert halt nicht. Man muss seine relativ weiche Wanne, vor allen Dingen die Unterwanne, aber auch eigentlich die Oberwanne versuchen irgendwie zu verstecken oder zwischen den Schüssen ein Stück weit anzuwinkeln. Also winkeln geht schon durchaus ein Stück. Dann kann man da auch was bouncen, aber trotzdem, die Wanne an für sich ist der große Weak Spot. Denn wenn man als Neuner dann auch mal gegen Zehner natürlich antritt und selbst gegen Achter,
ist die Wanne jetzt nicht das, was man, wo man sich drauf verlassen sollte, weil sie halt dann doch nicht das bounced, was sie vielleicht verspricht. Vor allen Dingen ist es ja eigentlich eine Tiger 2 Wanne, aber der Jagdtiger hat den Buff nicht mitbekommen. Der reguläre Tiger 2 hat halt 160 mm an der Oberwanne und 100 mm an der Unterwanne, und der Jagdtiger kommt auf 100 mm Unterwanne, aber nur 150 nominell an der Oberwanne. Also effektiv sind es natürlich auch trotzdem noch ein paar mehr dann, logisch. Aber der Buff kam da halt nicht mit. Die Superstructure 250 nominell. Da wird aber nicht viel mehr draus, denn wir sehen schon, der Winkel, wie viel Winkel wird das sein? Das sind, glaube ich, 10 Grad oder so. Das heißt, jeder 9er und jeder 10er schießt euch entweder mit einem guten Pen-High-Roll mit Standard-Munition dadurch, oder wenn sie Premium schießen, bist du halt auf Frontal ein ziemliches Opfer. Daran krankt der Jagdtiger halt. Ich will jetzt noch nicht mal danach schreien, dass wir hier bei ihm eine gleiche Hold-Down-Meter kriegen. Also in der Superstructure einfach mehr Panzerung, wobei Hold-Down mit 7,5 Grad Gun Depression wird eh nicht funktionieren. Aber dass man der Superstructure ein paar Millimeter mehr gibt, so wie beim E100, das wäre durchaus denkbar. Das würde dem Fahrzeug helfen. Weak Spot an der Wanne hat er eh immer noch genug. Aber das könnte dem Fahrzeug eventuell bei seiner Überlebensfähigkeit helfen. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit 2100 Hitpoints und 390 Meter Sichtweite, also gerade die Hitpoints, kann er schon gut traden. Also er hat schon Trading-Potenzial, das ist schon okay. Wenn wir da mal auf die anderen TDs schauen, die haben halt alle viel weniger. Auch der T95 und die Tortoise haben da weniger. Das hilft ihm so ein bisschen, na, da ist auch eine Härtung durchaus eine Überlegung wert, ne, um ihm hier noch mehr Hitpoints zu geben. Aber es fühlt sich halt trotzdem nicht cool an, ne, wenn du halt deine Überlebensfähigkeit über deine Lebenspunkte spielst und damit, also damit einhergeht, dass du dann doch den ein oder anderen Schuss des Öfteren mal fressen musst, weil die Panzerung halt nicht das verspricht, was sie vielleicht versprechen sollte. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Er kann schon bouncen, gerade wenn man sich hinter Hindernisse stellt, wie so ein Frack, was wir gerade gesehen haben, kann man schon mal ein bisschen Spaß haben mit der Panzerung. Es ist aber trotzdem nicht das, das Maß, worauf man sich so einfach blind verlassen kann, wie vielleicht bei einem T95 oder Tortoise, die da meiner Meinung nach deutlich bessere Panzerungswerte mitbringen. Aber halt, wie gesagt, auch deutlich schlechtere Mobilitätswerte. Meta ist der definitiv nicht. Das liegt einfach daran, dass turmlose TDs keinen guten Stand im Spiel haben. Das sehen wir auch daran, dass jetzt Wargaming ja auch mittlerweile aktiv bei den Karten daran arbeitet, TD-Positionen wegzunehmen. Wobei der hier natürlich nicht dieser klassische Bush-TD ist. Der gehört schon irgendwie in die zweite, anderthalbte Reihe, um da irgendwie vorne mit zu unterstützen. Weil das Problem ist natürlich auch, wenn du vergisst mitzufahren und irgendwann hinten rumstehst, dann ist die Runde für dich gelaufen, weil du kommst einfach nicht mehr hinterher. Auch das ist mir durchaus in der einen oder anderen Runde passiert. Es ist also am Ende ein Liebhaberstück, das nicht unbedingt schlecht ist. Man muss wissen, wie man ihn einzusetzen hat, und dann kann man durchaus mit dem Fahrzeug Spaß haben. Die Durchschlagswerte und die Genauigkeitswerte der Kanone sind im Grunde völlig in Ordnung. Also er lässt auch mal einen zweiten Reiheschuss zu. Sehr präzise Kanone eigentlich. 276 Pen reichen, wenn man Top-Tier ist, eigentlich aus. Aber dann willst du irgendwie doch in den wichtigen Situationen, so ging es mir dann, die Schüsse irgendwie nicht, also die willst du einfach setzen. Ja, du kriegst halt im Zweifelsfall nicht so viele, weil ein zweites Mal piekt der Gegner vielleicht auch nicht. Oder bevor sie dich pushen, willst du halt dann doch sicher gehen, dass du ihm die 560 ins Gesicht gibst. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich unverhältnismäßig viel APCR geschossen habe. Da würde mich mal interessieren, die Liebhaber und der Kenner des Fahrzeugs, ob das wirklich unbedingt notwendig ist. Aber so ein, es war irgendwie, ich weiß nicht, es war komisch. Ich habe das irgendwie vom Gefühl her irgendwie gemacht, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich den Gegner auf Distanz halte. Weil wenn du einmal bounce, dann geht's schon, fahr ich halt rum, ne? Er ist jetzt gebounced, jetzt fahr ich auf ihn drauf. Ich meine, jetzt kann er auch machen, wenn ich getroffen und unterschlagen habe, aber dann sind erstmal ein paar Hitpoints weg. Ich
komisches Gefühl. Ich kann das irgendwie nicht so richtig beschreiben. Am Ende hier eine ganz schöne Runde, nicht unbedingt über den Schaden, aber wir haben ganz gut mitgespielt. Wir haben die Situation erkannt, um hier über die 7-8-Linie zu pushen. Und am Ende, ja, auch wenn er uns hier das Munitionslager zieht, holen wir uns den 6. Kill auf den ELC. Die Auswertung zeigt uns eine erste Klasse mit einer Top Gun. Wir machen 2935 Schadenspunkte, da geht durchaus mehr. Ich habe auch andere Runden gehabt. Ich hatte eine Prokhorovka-Runde mit, glaube ich, 4000 Damage, aber die war halt relativ langweilig über die Einserlinie rumgesnipert und einfach alles getroffen, was da aufgeploppt ist. Ich glaube, der Jagdtiger auf solchen Karten hier wie Minen oder auch auf anderen Maps, der muss halt einfach schon mitrollen mit der Front. Er muss Kontakt halten, ansonsten, wenn du den Kontakt verloren hast, dann stehst du halt hinten rum und machst gar nichts mehr. Das ist aber auch genau das Problem, was das Fahrzeug mitbringt durch seine mäßige Mobilität, dass wenn du dich unerfahrenerweise für eine falsche Position entscheidest, dann einfach auch mal gerommelt wirst und dann bist du halt einfach weg und hast ziemlichen Frust mit dem Fahrzeug. Deswegen ist es für mich kein Anfängerfahrzeug, definitiv nicht. 6 Kills, 1015 Base XP, ist, ja, die Verbrauchsgüter schlagen dann hier zu Buche. Wenn die nicht gewesen wären, wären es immer noch ein paar Minuswerte gewesen. Ein paar APCR haben hier doch schon ganz schön ein Loch in die Kasse geschlagen. 2285 Erfahrungspunkte insgesamt, 390 geblockt. Da geht durchaus mehr. Ich habe Runden gehabt, da hat er richtig viel geblockt. Und 415 Support Damage. Tja, wie gut ist er nun? Ich habe es ja schon gesagt, Liebhaberfahrzeug, Fahrzeug für erfahrene Spieler, vielleicht auch ein Platoon-Fahrzeug. Im Random tut er sich schwer, turmloser TD, muss man nicht viel drüber reden. Er hatte sicherlich schon bessere Tage, er ist aber auch nicht kompletter Müll. Wie seht ihr das mit dem Jagdtiger? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, Gemon, Fenkulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.